Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory. In der letzten Folge haben wir diesen, ich habe schon wieder den Namen vergessen, das kennt ihr ja von mir bereits. Nein, den Fabrikator gebaut, der Heavy Frames baut, die schweren modularen Frames. Ja. Schwere modulare Rahmenframes, ja. Ich gucke das so oft bei anderen Streamern auf Englisch und deswegen vergesse ich die deutschen Namen immer. So, auf jeden Fall habe ich gerade angefangen, hier Wände rumzuziehen. Das werde ich jetzt erstmal beenden und dann werden wir gucken, dass wir vielleicht Computer automatisieren. Und ja, wenn es soweit ist, ich mache hier erstmal einen Deckel drauf und dann bringe ich euch zurück. Als erstes werden wir erstmal damit anfangen, den letzten Upgrade, die Gasmaske hier freizuschalten. Boom. Damit können wir nämlich durch diese. And filter parts will ensure increased odds of survival in gas-based hazardous environments. Fixit Incorporated would like to extend the friendly advice to not forget to change filters regularly. Damit können wir auf jeden Fall ein paar Elektroschnecken und Festplatten sammeln, die in der Gegend rumliegen, weil die meistens von Gas umringt sind. Auch der Gummi, Kunststoff, Gewebe. Ui, Gewebe. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was. Da haben wir was. Gummi und Kunststoff, ne? Ja, weil ich will mir noch alternative Rezepte holen. Und ja. Damit können wir nämlich hier andere Typen vom Computer bauen und ich bin auf jeden Fall dafür, weil es spart Ressourcen. Brauchen wir erstmal die Gasmaske. Filter brauchen wir auch. Sehen die denn? Kohle. Ja, macht Sinn, Kohlefilter. Jo. Die haben zu wenig Kohle hier. Ein paar davon. Filter. Bin gespannt, wie lange die halten. Bisschen mehr Kohle holen. Obwohl, die Filter müssten reichen. Hier vorne haben wir ja. Ah, hier hinten. Da wollte ich eins vorhin holen. Ich glaube, das war da oben drauf. Aber ich kann sie jetzt nicht anziehen und gleichzeitig fliegen. Das wäre ist ja echt blöd. Da muss ich mich doch ein bisschen hochbauen. Oder kann man hier hochklettern? Da liegt das Ding. Ah, vielleicht kann ich da hochspringen. So, Gasmaske aufsetzen. Boah, der Filter, der ist schnell weg. Hardcore Parkour. Boah, die Filter halten hier echt nicht lange. Das ist ja wirklich. Was? Raus hier. Boah, vier Filter schon verbraucht, nur für die kurze Zeit. Das ist echt Hammer. Wälzen wieder an. Praktisch, wenn man eben schnell rein möchte. Also, ist blöd. Ja, und hier unten drunter muss ich auch erstmal ein bisschen. Machen wir das Ganze. Bin noch am Überlegen, ob ich das überhaupt hier so lasse. Weil diese ganze Produktionsanlage hier vorne, die kommt ja weg. Die kommt zu unserer Computersache.
Ja, die Supercomputer haben wir auch noch nicht entwickelt. Die würde ich jetzt gerne auch einmal freischalten. Dafür müssen wir die erstmal bauen. Was benötigt der denn? Computer. KI-Begrenzer hatten wir auch noch nicht. High-Speed-Anschluss hatten wir auch noch nicht. Wie viele brauchen wir, um die zu forschen? 10 Stück. Eine halbe Stunde. Gut, ich werde ein bisschen was vorbereiten und dann bringe ich euch wieder zu. So, wir haben die 10 Supercomputer, wie wir sie alle zu Hause stehen haben, zusammen. Die schmeiße ich schon mal hier rein. Die starten wir in einer halben Stunde, ist soweit. Wäre mein Inventar soweit aus und dann gehe ich ein bisschen auf Reisen. Schauen, was in der Welt so los ist. Holen ein paar Festplatten. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Geschenke aufmachen. Bis gleich. So, wir sind zu Hause. Mal sehen, ob das jetzt endlich fertig ist. Ja. New technologies have been developed based on this new element, primarily in power and electronics, and can now be accessed in Hub Tier 6. Festplatte weitermachen. Ich habe 3 Stück eben schnell geholt. Das heißt eben schnell, aber. Omas 3 Geo. Update. Ein Update basier. Okay. Wir brauchen wieder 20 Supercomputer. Modulare Rahmen. Ja, die beiden kriegen wir schnell hin, aber Supercomputer, das ist schon. Die Arbeit. Nun gut. Ich mache mich an die Arbeit, mache 20 Supercomputer fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir müssten jetzt eigentlich alles zusammen haben. Boom. Noch mehr Inventarplatz. Programmable splitters with unlimited filters can be constructed along with improved power poles. Sehr cool. Dafür brauchen wir diese High-Speed-Anschlüsse. Ich glaube, die müssen wir bald automatisieren. Supercomputer dafür. Die müssen wir auch bald. Das heißt bald. Ich glaube, das steht als nächstes auf unserem Plan. Nicht schlecht. So, und die Frage ist, wie weit ist so ein Galt hier entfernt? Wir warten. Hallo? Oh, das ist ja gar nicht so weit. Das sieht aus. Hat ein Ölsignal. Aber vielleicht ist es sogar in unserer Ölrichtung. Das ist genau in die Richtung, wo Öl ist, auch ist. Sehr praktisch. Ja, 2800 Meter, oder? Das sind 2 Stück. Das ist auch eine weite Strecke. Aber ich denke mal, wir werden bei den Ölfeldern mal gucken gehen. 200 Megawatt bringen die pro Stück. Das ist schon ein ganz schönes bisschen dafür, dass es da drauf steht und einfach nur produziert. Das ist Strom umsonst. Man muss nur halt eine Leitung entziehen. Ich glaube, wir brauchen auch nichts anderes. Hier für diese Anlage brauchen wir ja natürlich Öl und die müssen wir natürlich vorbereiten zu Brennstoff. Und die produzieren 150. Geysire, die sind zwar, wenn man in der Nähe ist, sehr gut für umsonst. Müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Aber ich glaube, wir müssen langsam automatisieren und die ganzen Sachen reinkriegen, die hier müssen weg. Glaubt ihr, als einzelne Ressource, Gummi, brauchen wir nicht, wenn wir die Sachen alle automatisieren, die wir brauchen. Das wird auf jeden Fall als nächstes auf der Liste stehen. Ich überlege mir gleich erstmal, was wir als erstes machen und dann komme ich wieder. So, bevor wir mit Computer anfangen können, müssen wir Platinen bauen. Ich habe den prophylaktisch mal hingestellt, um was zu zeigen. Wir haben die alternative Platine. Ihr braucht 40 Gummi pro Minute und 60 Draht. So. Haben wir eine Raffinerie? Stellen wir mal nach da schauen. Dann können wir nämlich. Oh, machen wir so. Ölraffinerie.
Stellen wir da hin, wir brauchen dann. Stellen wir mal vorne erstmal. Nicht genügend Freiraum, weil der im Weg ist. Zwei auf jeden Fall. Haben wir 60. Brauchen wir 90. Wenn hier schon direkt einen Splitter vorhauen. Logistik. Warte mal, ein Splitter. Auf dem Boden. Im Boden der Tatsachen. Nein, du verstehst mich ganz falsch. Da, da. Unser Öl schon umgeleitet, also dürfte das gar kein Thema sein. Er kommt schon bis da vorne hin, also müssen davon was runternehmen. Steht natürlich genau auf so ein Ding, wo wir nicht drauf bauen können, aus irgendeinem Grund. So, nehmen wir die Linie bis da. Machen wir. Macht bestimmt eine richtig Kackkurve. Hat die doch gerade. Strom haben wir auch da vorne. Machen wir gleich Strom dran. Boah, jetzt im Ernst. Aber da haben wir auch Strom. Windfisch. Du sollst Gummi machen. Brauch. Brauch. So, die können wir wieder zu einem zusammenführen. Mit einem Fusionator. So, Gummi erledigt. Jetzt müssen wir uns um Draht kümmern, glaube ich, war das, ne? Wir bauen hier mal wieder so einen prophylaktischen Ball hin. Faktor. Vielleicht brauchen wir ja noch mehr Platz gleich. Alter, nicht Platine. 24 Draht. Ich hab da schon ein bisschen Eisenerz. Da vorne. Vielleicht brauchen wir gar nicht so eine große Fläche hier. Wofür Platin? Kann man ja auch nachher verkleinern. Oder uns fällt noch auf jeden Fall was ein. Na komm. Ach, wir haben kaum noch Platten. So. Ich bringe erstmal den Erz hier hoch und hole ein bisschen Platten und bringe euch gleich zurück. So, alles besorgt. Brauchen wir erstmal Schmelzer rein. Wir wollen ja den Erz.
bearbeiten. Wir fangen mal ganz hier hinten an. Eins, zwei, drei. Aber wir brauchen nur zwei. Wir machen 30 Kupferbarren. 60. Lass uns mal schauen. Konstruktor dahinter. Natürlich breiter. Passt alles wieder nicht rein. Bart. Produzierst 45. Brauchst nur 15. 4 davon. Stell mal die. Das ist auf. Konstruktor. Man meint, man hat eine große Fläche und trotzdem wird es eng. So. Logistik. Splitter. Passt natürlich auch nicht mittig rein. Super. Brauchen wir noch nicht drauf achten, dass es 20 Grad Kurve ist. Ah, das ist eine der Sachen, die ein bisschen blöd ist. Wahrscheinlich, weil die so offset sind. So, und hier vor stellen wir unsere Schmelzereien. Ausgang in die richtige Richtung, ausnahmsweise mal. Ja. Irgendwie falsch aus, aber die Linie ist ja da. Also passt da schon. Müssen wir doch mal hinten erweitern? Ach komm. Viel hilft viel, sage ich immer. Wollen wir uns nicht abquetschen, die Welt ist doch groß. Hübsche Natur können wir ruhig mit Beton kaputt machen. So. So ist es doch viel angenehmer. Logistik. Splitter. Ein bisschen am Rand. Die können wir aber mit 90 Grad Kurven fassen. Und 2, bum bum. Na, den Draht für was anderes. Was eigentlich direkt hier hinholen, oder? Aber nicht so einen Aufwand betreiben. War das ein mittig hingepackt? Ja. Machen wir doch eine hübsche Wand hier hin. Können wir ja vielleicht nachher überdachen. Wände, Wand. Upp. Mehr. Wie weit gehst du? Hier, wo man nichts sieht. Oh nein. Oh nein. Das läuft alles da rein. Hier tun wir so einen schönen Masten. Und hier.
So, seid ihr alle eingestellt auf Draht. 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 Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meiste Zeit ist es dunkel hier in dem Spiel. Kupferbarren. Kupferbarren. So, und euch müssen wir noch mit richtigem Strom verlinken. Mal wieder. Ah, lass mal erstmal stehen. Strom haben wir hier hinten. So, und diese produzieren. Noch nichts abgeben. So. Wir brauchen jetzt zwei von denen. Weil nur 7,5 Platin. Wir brauchen 10, glaube ich, waren das für die Computer mit unserem alternativen Computerrezept. Die restlichen, würde ich sagen, wenn führen wir in unseren Lager rein. Man kann ja nie wissen. So, also. Wir brauchen 60 Grad, wir produzieren 45, 180 Grad, auch gut. Überproduktion ist mal. Mal zusammenführen. Fusionator. Vorne. 2-mal möchte ich die nicht. Einmal reicht. Ah, vielleicht auch einen Schritt zu nah. Fusionator. Ich hab's schon wieder getan. So, jetzt. Wollen wir unsere Platinen bauen? Manufakturen. So rum am besten. An einer Ecke. Jo. Das wird doch enger als gedacht. Wir müssen ja noch die Kabel da reinkriegen. Hier hinten haben wir noch so viel Platz. Warum nehmt ihr so viel Platz weg? Oder warum gar nicht so doof? Hier hinten können wir nichts mehr. Oder? Nee. Kriegen wir das da reingequetscht? Oder leiten wir alles um? Bauen wir alles wieder ab und neu auf. Ist aber auch gerade so eben passend. Probieren es aus. So. So. Du, dein. Mal die Kurve nicht schöner machen. Eine ungültige Form. Mhm. Mal so machen. Die ist nicht so ungültig. Okay. Akzeptiere ich.
So, müssen wir hier, glaube ich, in Splitter rein. Quetschen. Oh, oh, oh. Geh mal ganz dreist hier rüber, hier, das würde gehen. Nicht die schönste Fabrik, die ich jemals gebaut habe. Das wird nichts, oder? Wäre ja auch zu schön gewesen. Vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Probieren wir es mal so. Könnt ihr natürlich auch tiefer setzen. Eigentlich jetzt Jacke wie Hose, oder? Nicht mal raus. Jemand Strom? Da müssen wir auf jeden Fall ein Dach drüber bauen, das ist nicht der Schuss hier. Teuer, zwei Kabel benötigt. Hey Auto, hast du was dabei? Pass auf. Wird das überhaupt klappen? Ich nicht gelesen. Tatsächlich. So, jetzt produzieren wir unsere Platinen. Können wir das alles hier schön zusammenführen? Und dann auf den Nachhauseweg schicken. Da was drauf. So. Ende. Sehr gut. Ich bringe die Platinen wieder zurück zur Base und dann setzen wir es ein. Bis gleich. So, letzte Angriffe. Müssten das alles da schön reinfließen. Yay. Achso. Hallo. Sehr schön. Ja, dann haben wir schon mal die Platinen abgehakt. Gummi werde ich auch noch jetzt hier eben rüberziehen, den überschüssigen, den Lager da drüber reinschmeißen. Damit haben wir es wieder geschafft. Eigentlich können wir hier schon mal aufbauen.
Ich habe das hier erstmal abgerissen, was wir hier vorher gebaut hatten. Nicht unbedingt notwendig, war so ein Aufgang. Aber dann, wenn das nächste Mal geschalten hier wird, unsere Hauptlinie an Rohstoffen wahrscheinlich erlaufen. Und die Kohlekraftwerke, wie schon gesagt, die sind schon ein bisschen, ich habe schon 2 oder 3 Stück weggemacht, damit wir mehr Platz haben. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, jetzt eben schnell den Like-Button zu drücken, ganz unten. Und wenn ihr mehr sehen wollt, drückt den Abo-Knopf. Bis zum nächsten Mal.